Also liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen hier zu dieser Gedenkveranstaltung. Eine Gedenkveranstaltung, die ja durchaus mehrere Aspekte hat. Wir begehen diesen Gedenktag heute anlässlich dieses Atombombenabwurfs vor 72 Jahren auf Hiroshima. Es kostete Hunderttausende unbeteiligter Zivilisten das Leben. Und wir werden in mehreren Beiträgen wird heute auf diesen Gedenktag eingegangen werden. Ich mache mir Gedanken, in welcher Zeit leben wir denn, was aktuell so abläuft. Leben wir in einer Zeit, in der das friedliche Zusammenleben der Völker befördert wird, vorangeht, oder ist im Moment auch Schlimmes zu befürchten? Barack Obama, der letzte vorige Präsident der USA, hat im letzten Jahr als erster US-Präsident Hiroshima besucht, zum Gedenken, 71 Jahre nach diesem Atombombenabwurf. Das ist ein positives Zeichen. Gleichzeitig hat er aber auch abgelehnt, sich für diesen Abwurf zu entschuldigen. Ich denke, auch das muss man beachten bei dieser politischen Rolle, die die USA spielen und die sich ja nach Barack Obama jetzt auch nochmal mit Donald Trump in einer anderen Art und Weise etwas verschärft. Wobei zu sagen ist, auch Barack Obama war ja kein Friedenspräsident, obwohl er den Friedensnobelpreis bekommen hat. Es geht sehr unterschwellig los. Nahezu 2700 Personen sind bei Drohnenangriffen, die während der Amtszeit von Barack Obama stattgefunden haben, ums Leben gekommen. Und selbst das Weiße Haus sagt dazu, 116 von diesen waren unbeteiligte Zivilisten. Die anderen rechnen sie einfach zu den Kombattanten. Dazu ist zu sagen, da werden Kombattanten auch erledigt in Staaten, mit denen die USA überhaupt nicht im Krieg stehen, sondern das ist eben der Kampf gegen den Terrorismus. Und dann fliegt irgendwo die Drohne her und es wird scharf geschossen. Ja, in welcher Zeit leben wir? 226 gewaltsam ausgetragene Konflikte listet das Konfliktbarometer für 2016 auf. 18 dieser Auseinandersetzungen zählen sie als Krieg in der höchsten Eskalationsstufe. Weitere 20 werden auch noch als Krieg bezeichnet, etwas deutlich über einer bewaffneten Auseinandersetzung oder Eskalation. Bewaffneten und militärischen Drohgebärden nehmen zu. Ihr könnt das ja relativ alltäglich verfolgen. Mittlerweile finden allerorts große Militärparaden statt, um diese militärische Potenz, die man hat, offen zu zeigen. Ich denke hier an die letzte große Demonstration in China. Denken wir an die Paraden in Moskau. Nordkorea protzt mittlerweile damit, jeden Ort der Erde mit Raketen erreichen zu können, auch mit Nuklearen. Macht das als Ankündigung, als Gegenmacht zu einer angeblichen Bedrohung durch die USA. Der jetzige amerikanische Präsident und seine Berater drohen China mit bewaffneten Auseinandersetzungen im südchinesischen Meer. Und das andere kann ich nur ausschnittweise zitieren, in Syrien herrscht immer noch ein grauenvoller Krieg, der die Mehrheit der Bevölkerung zur Flucht zwingt. NATO-Truppen halten Manöver unmittelbar an der Grenze Russlands ab und darauffolgende Gegenmaßnahmen werden dann als Beleg für einen aggressiven Charakter Russlands gesehen. Wurde gerade schon angesprochen, der Bundesaußenminister Gabriel bezeichnet die Verhandlungen mit dem Ziel, Atomwaffen zu verbieten, als falschen Weg zu mehr Abrüstung. Er ist nach wie vor der Anhänger einer Abschreckungstheorie und sagt, die NATO zählt auf die nukleare Abschreckung. Was diese Abschreckung wert ist, denke ich, das ist gerade an einem Tag wie heute ganz deutlich zu sehen. Diese NATO ist für mich dann auch überflüssig wie ein Kropf. Sie gefährdet unser Leben, sie sorgt nur für die Profite der Rüstungsindustrie und gehört im Grunde ersatzlos aufgelöst. In welcher Zeit leben wir?
Allein die USA wollen in den nächsten 30 Jahren 1 Billion Dollar, 1000 Milliarden sind das, für ihr Atomaufrüstungsprogramm ausgeben. Das betrifft auch die in Deutschland in Büchel immer noch stationierten 20 US-Atomraketen, Atombomben. Bereits 2010 hat der Deutsche Bundestag gefordert, sie abzuziehen. Das ist nicht erfolgt. Jetzt sollen sie ersetzt werden durch eine neue Generation von Atombomben. Zielgenauer, elektronisch gesteuert, die ein Vielfaches der Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe haben. Liebe Friedensfreunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gedenken an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki kann sich nicht auf den Kampf gegen die Atomrüstung allein beschränken. Atom- und Neutronenwaffen sind nur die Spitze des Eisbergs, die übelste Erscheinung der Rüstungsindustrie und die übelste Erfindung des militärindustriellen Komplexes. Und die Forderung nach einem weltweiten Verbot von Atomwaffen ist konsequent und richtig. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei all denen, die in Büchel an den Aktionstagen teilgenommen haben und dafür gesorgt haben, dass Büchel nicht aus dem Kopf und aus der Wirklichkeit, aus der politischen Realität verschwindet. Das Gedenken an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki beinhaltet für mich aber auch die Verpflichtung, gegen jede Form von Krieg, militärischer Gewalt und Militarisierung aufzutreten. Auch gegen die Erhöhung des Rüstungshaushalts, wie unsere Kriegsministerin von der Leyen hier willig den Ball des jetzigen US-Präsidenten Trump aufnimmt, wenn der die Bündnispartner zu mehr Rüstungsausgaben auffordert, nennen Sie das ganz salopp so, das ist ja auch nur fair. Also was das mit fair ist, ist nur blödes Gerede. Das hat mit fair überhaupt nichts zu tun, das ist einfach Wahnsinn. Wir brauchen keine Erhöhung der Militärausgaben, wir brauchen eine Verringerung der Militärausgaben, wir brauchen das Geld dringend an anderer Stelle. Dass diese Militärausgaben erhöht werden sollen, ist die Umsetzung im Grunde des alten Lissabon-Vertrags in der EU, der schon frühzeitig von der Friedensbewegung auch kritisiert wurde, wo die Staaten verpflichten, ihre Rüstungsanstrengungen zu vervielfachen und weiter anzuheben, zu steigern. Da ist nichts von Moratorium die Rede, sondern es soll nach oben gehen, man soll mehr für Rüstung ausgeben. Das ist aber Blödsinn, weil wir brauchen das Geld an anderer Stelle. Wir brauchen das Geld, um es auszugeben für Soziales, für Bildung, für den Klimaschutz und für Entwicklungshilfe. Und das ist allemal sinnvoller, als wenn man dann die Bundeswehr irgendwo in die Welt schicken, nach Afghanistan oder Mali, und dann hinterher Krokodilstränen vergießen, wenn dort beim Hubschrauberabsturz die Piloten ums Leben kommen. Aber was ist in diesen von mir als bedenklich empfundenen Zeiten erforderlich? Ich denke, erforderlich ist, einem amerikanischen Präsidenten in den Arm zu fallen, der sagt, bei Nuklearen geht es einfach um die Macht. Die Zerstörung ist mir sehr wichtig. In dieser Sache müssen wir einfach unberechenbar sein. Nuklearwaffen sind da die letzte Möglichkeit. Wenn das Militär ins Spiel kommt, dann wird nicht diskutiert. Erst will ich Action und dann wird geredet. Ich denke, das ist genau der Weg, der die Erde in das Verderben führen würde. Das muss verhindert werden. Und dafür stehen wir heute auch hier und steht ihr hier und stehen an vielen Orten der Welt im Moment Menschen auf der Straße, um daran zu erinnern und für diese Forderungen einzutreten. Erforderlich ist unser deutliches Nein. Nein, wir müssen es noch viel deutlicher aussprechen. Und wir brauchen dazu viele Bündnispartner, nicht nur hier in Fürstenfeldbruck, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Wir wollen keine Atomwaffen auf deutschem Boden. Wir wollen und brauchen das Verbot von Atomwaffen. Wir wollen die Senkung der Rüstungsausgaben, raus aus der NATO. Mischen wir uns mit unseren Forderungen der Friedensbewegung in den jetzt beginnenden Wahlkampf ein. Bei euch möchte ich bedanken für die Teilnahme an dieser Manifestation. Bringt nächstes Mal noch mehr mit. Ihr wisst, das ist ein einfaches arithmetisches Beispiel. Jeder bringt eine mehr mit, sind wir doppelt so viele. Und setzen wir den Schwur von Hiroshima um, der dort nach dieser Katastrophe formuliert wurde. Ruhet in Frieden.
Wir werden diesen Fehler nicht noch einmal begehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. We shall overcome.